Feld. Cola mit Mietchen, Sun, Leg, Red, Icky, Previous, Zero, aber wie, Error. Die haben da wie hat die das denn gemacht? Ach so, er hat es gespielt und die anderen haben... Genau, haben so gesagt, was passieren soll. Wird lustig. Oh, Doug Ico sagt, wird lustig. Es ist 9:45. Es ist jetzt so ganz grob, geht die Zeit in die Richtung, wo ich dachte, reicht für heute. Ja. Das versuchen wir jetzt mal noch. Ja. Hat Error 2K4 wirklich in echt eine Glatze? Ich habe schon mal ein Foto von ihm gesehen. Hab's vergessen. Wo, bei welcher Gelegenheit hast du ein Foto von ihm gesehen? Hat er einen amorösen Hintergrund? Nee. Oh, mit Kaizo-Blöcken. Das finde ich schon mal gut. Die nennt man wirklich Kaizo-Blöcke, wusstest du das? Nee. Ja. Kaizo-Blöcke sind nicht alle, die hidden sind, sondern nur die, die... Die hidden sind an einer Stelle, in der sie dich potenziell töten. Genau. Aber vielleicht werden auch alle Hidden-Blöcke Kaizo-Blöcke genannt. Weil das irgendwie so infamous geworden ist. Guck mal, ich habe schon zwei Hidden Blocks gesehen. Da warst du mal in seinen freitäglichen Stream schauen. Freitäglich Stream. Ja! Da hast du richtig, ich habe einen Stream gesehen von ihm. Ich gucke viel mehr, als ihr alle immer denkt. Aber sehr charmanter Kerl, diese Error-Line. Sind wir auch charmante Kerle? Ich glaube schon. Aber wir sind vielleicht eher liebenswert. Kann man das so doll unterscheiden? Ist jemand, der charmant ist, nicht auch ein bisschen liebenswert? Ja, aber es sind schon unterschiedliche Dinge, würde ich sagen. Die Musik mag ich. Warum ist denn dieser Hintergrund so... Scheiße, Campino. Ja, aber... Oh. Kommt der durch? Ja, hättest du drüber wegspringen können. Ja, über die Seesaw. Hässliches Ding. Oh, die haben Mützen auf. Siehst du das? Du draufspringen, weil die Mützen Nein, haben? Du rennst rutschen. Rutschen. Geil, die haben Mützen auf und da rollen die Körper runter. Die abgetrennten. Fantastisch. Warum ist es nur so, dass Videospielmord so glücklich macht? Wie gemein, dass da ein Pilz drin war, obwohl ich eine Feuerblume gebrauchen könnte. Wahrscheinlich hättest du die an anderer Stelle finden können oder müssen. Glücklich. Ja, hatte ich auch schon. Ich hatte sie ja schon, hab sie wieder verloren. Oh, guck mal, ich habe zumindest eine der geilen Münzen gefunden. Wie gut wir das Level gebaut haben, sagt Leck. Oh, guck mal, da oben ist ein Geheimnis. Ja, habe ich schon gesehen. Habe ich auch schon was von bekommen. Ja, ich finde, ihr habt das Level wirklich ganz gut gebaut bisher. Es macht Spaß. Das ist ganz fröhlich. Das ist... Oh, gut. Sehr gut. Das war das, Lars das gemacht. Das wäre auf jeden Fall. Der höllische Lars hat mir zugeschlagen und hat uns ein Leben geschenkt. Rechts. Die höhere. Oh Gott, sehr schnell. Dachte, die fährt mich irgendwie wieder hoch. Ich habe auch nicht erwartet, dass sie so schnell losfetzt, ehrlich gesagt. Das ist blau. Ja, ich weiß, ja. Oh Gott. Was bedeutet der X, dass man da springen soll? Auf jeden Fall, die ganzen X bedeuten überhaupt nichts Gutes. Nee. Ich habe mich gerade darüber gefreut, dass, ja, du musst auf den rauf und darüber, dass das bis hier so nett und freundlich war. Aber jetzt ist die nette, freundliche Musik weg und jetzt ist auch alles andere nette weg. Ja. Diese Stelle hat der höllische Lars gemacht, zum Teil jedenfalls. Aber einige landeten leider in den Deleted Scenes. So viele Xe. Bis dahin bin ich gekommen, sagt Rick Bradbrook. Die Schädel habe ich von Anfang an eingefordert für Gamepad Ranger. Wäre das irgendwie geiler gewesen, doch erst in die andere Röhre zu gehen, würde ich gerne wissen. An die ganzen Level erbauen. Vielleicht führt die andere Röhre ja nirgendwo hin. Ja, das kann sein. Da ging das ja gar nicht. Ja, und dann rechts rüber. Meine Güte. Einige sind aber auch in diesen Icicle da oben gestolpert. Ich finde, der hätte auch so einen Block weiter unten starten können. Der Typ hier, der Monty am Regenschirm. Er wollte nochmal den Maulwurf. Ich finde es gut, dass es ein Maulwurf ist. Niemand wollte den Maulwurf. Der Maulwurf habe ich Existenz gewünscht. In Existenz gewünscht. Poetisch, wie du dich ausdrückst. Ein bisschen holprig poetisch, aber poetisch. Niemand wollte da. Ja. Lars war's. Lars hat heute schon mal uns vor große Probleme gestellt. Ja. Ich hab zu viel Momentum. Ich werde neben Monty geschmissen. Leck erinnert sich nicht mehr, was in der anderen Röhre war. Sehr gut! Ja! Ja! Oh, fast. Aber gut. Da sind nicht viele Xe. Da schaffen es nicht viele. Oder die es hinschaffen, sterben dann nicht mehr. Das kann auch sein. Ja, ohne den Maulwurf käme man nicht rüber, das ist richtig.
das ist schon nett, dass der da. Aber ich sage, ein Block weiter unten wäre wirklich freundlicher gewesen. Oder ein Kupi statt ein Maulwurf, da wäre der kleiner, dann würde man leicht auf ihn draufkommen. Der grinst so. Häufig ist es ja so, dass man das so falsch einschätzt, wo die Hitboxen sind. Ja. Aber da wahrscheinlich nicht. Wenn das so ein fetter Mega-Monty ist, ist der, oh ja, nein, du bist hektisch geworden. Ohne Not. Hektisch ohne Not. Ohne Boot. Ohne Boot. Wie bei der Seenotrettung, da wird man auch hektisch, wenn man kein Boot hat. Ach nee, das nächste ist nicht gut gewesen. Ach, College. Nee, das war wirklich nicht gut. Fun Fact, ursprünglich war der Maulwurf ein Blooper und sollte euch morden. Das ist ein Blooper. Diese schrecklichen Tintenfische. Ach, können die in der Luft überleben? Ja, doch. In diesem Spiel schon. Schrecklich. Ein anderer wahrscheinlich auch, aber sie werden da nie eingesetzt. Oh, voll in seinen Bauch. Wer ist denn da unten zwischen die Sägen gefallen? Zwischen die Sägen? Guck mal, gleich zwischen die beiden Sägen. Da unten. Oh, spannend. Da kann man gar nicht hin. Da kann man gar nicht hin. Aber mehrere Leute sind da vielleicht gefallen. Wenn man einen Pilz hatte. Mhm. Ne, wieso immer so hektisch? Ich denke, der Totenkopfschädel ist so schnell. Ja, der ist schnell, aber nicht. Der ist nicht schnell wie Brown. Der trägt seinen Namen zu Unrecht. Der hat kein. Der blaue Totenkopfschädel impliziert keine Geschwindigkeit. Doch. Nein. Ja, klar, der weiß ist langsam, der blaue ist schnell. Aber der Name impliziert keine Geschwindigkeit. Nicht der Name. Das ist eine Farbe und ein Totenkopf. Nein, weil das doch der Express ist. Ich habe an unser Let's Play von Mario World von vor 8 Jahren gedacht. Das ist keine richtig gute Erklärung, ehrlich gesagt. Ja, wirklich. Dieser Express ist ziemlich langsam. Trägt seinen Namen zu Unrecht. Das klingt sehr nach uns. Der blaue Totenkopfschädel impliziert keine Geschwindigkeit. Neues Quote. Sonic ist blau. Das stimmt. Als das schaffen würde, war ich nicht mehr da. Wurde, wollte sie wahrscheinlich schreiben. Sun hätte diesen Maulwurf verhindert. Nein, Sun hätte... gib mir. Sun hätte gewusst, dass sie das locker hinkriegt, weil Sun ein Spitzengirl ist. Ich bin schon zweimal auf dieses Ding da gekommen. Oh. Das habe ich noch nicht geschafft. Weißt du, was ich erstaunlich finde? Nein. Ich glaube, es gibt. Also, du hast eine Art und Weise, Mario World zu spielen, die nicht gut ist, aber funktioniert in den meisten Fällen. Ich bezeichne sie als reckless. Reckless und unüberlegt. Aha. Und davon bist du fasziniert oder angezogen? Ich bin ja. Oh, das geht auch. Das geht auch. Neue. Aber der zweite Icicle, der hat keine Funktion. Der ist eine Kulisse. Icicle? Mhm. I want to ride my icicle. Das tut aber weh. Mindestens ist es kalt, wenn man es richtig rummacht. Gut. Gut. Tim macht's. Thanks. Yeah, thank you. Oh Mann, das hätte ich auch gerne geschafft. Ich war zweimal so kurz davor. Ja, dreimal, glaube ich sogar. Aber davor habe ich das Level flawless gemacht. Flawless Victory. Victory. First try. Das ist ja für einen geilen Schneemann gemacht. Hör auf, First try im Leben nicht, oder? Na gut, er hat mitgearbeitet, vielleicht doch. Da gibt es einen kleinen Zwinker-Typen. Und wir schreiben folgendes: Jetzt habt ihr die Community besiegt. Das war ein schönes Level. Auf jeden Fall. Ich würde aber tatsächlich eigentlich ganz gern wissen. Humanitarian Flash? Nee, ich will nicht. Floor? Floss? Floss? Fell. Ja, okay. Human Floßverleih.